So, jetzt möchten wir gerne Ampere, Antango hier in der Bahn haben. Ja, wenn die Tür dann gleich aufgeht. Der hat ja auch seine Leistungsprüfung gemacht. Wird jetzt von Hermann auch vorgeritten. So. Das ist Antango. Mit Hermann, kannst du bitte ein bisschen dazu erzählen? Ja, ich habe ihn einmal gesehen in Hof Sursat. Und war sehr imponiert. Ich weiß jetzt auch, dass er gerade eine Hengstprüfung gemacht hat. Das ist ein viel Arbeit für einen jungen Hengst. Aber ich muss sagen, er sieht frisch aus. Manchmal sind die Pferde ein bisschen müde nach dieser Hengstprüfung. Und ja, ich habe jetzt auch 5, 6, ich glaube, der erste Jahrgang ist 4 Jahre alt mit Ampere. Und ich habe jetzt auch heute Morgen einen gesehen, gerade eingeritten, und die sieht sehr schön aus, um schön zu reiten, auch viel Kraft, schöne Galoppade. Und ich finde, dass er auch seinem Vater sehr ähnlich sieht. Ja, wenn genau. Ich auch den Bewegungsablauf sehe und auch seine Galoppade. Sehr schön. Wir sind sehr, sehr stolz jetzt in Schweden, weil der nächste Jahrgang ist ziemlich groß, war 150 Fohlen, der kommt jetzt. Und dann muss alle deutsche Leute nach Schweden gehen für ein Ampere zu kaufen, das freut mich. Ja, wir haben auch einen zusammengekauft auf der letzten Auktion. Ja, genau. Da hat Jan mich angerufen und sagt, wir haben hier so viele tolle Ampere-Fohlen. Ich suche mal einen für uns beide aus. Und das hat er, glaube ich, gut hingekriegt. Wie findest du den Galopp? Und jetzt? Findest du den Galopp? Gut. Ruhig sagen. Ah, die Galoppade, das ist genau so, wie die anderen nachkommen. Das ist, er prägelt die Nachkommen ganz viel, besonders in den Ablauf und die Kraft in die Galoppade von hinten. Richtig, das Hinterbein kommt richtig durch in jeder Sprung. Das ist, was wir haben will. Ja, der kommt eben auch aus einer sehr, sehr guten Mutter, Jess mal Ulf. Die hatte damals den höchsten Zuchtpferd mit auf der Körung. Er war noch ein bisschen jugendlich, noch nicht ganz fertig. Das ist auch so einer, der in dein Ausbildungssystem müsste. Ja. Behutsam aufbauen, er hat noch nicht ganz so die Kraft. Sehr schönes Pferd. So, dann noch einmal den Schritt. Was ich bei den Fohlen gemerkt habe, auch er ist ein richtiger Fohlenmacher. Die haben alle unwahrscheinlich schöne Gesichter, ganz viel Bewegungsqualität. Und das ist ja auch das, wenn wir Fohlen vermarkten möchten, dann müssen sie halt Kick haben, die müssen Bewegungsqualität haben, die müssen auffallend sein. Und die sind sehr, sehr gefragt. Und da freue ich mich natürlich auch, dass wir seinen Vater Ampere wieder bei uns haben jetzt. Das ist auch sehr stark gefragt. Und das ist ein Pferd mit 3 guten Grundgangarten, auch hoher Rittigkeit. Ja. Hat er auch bei der Prüfung dann bewiesen. Hermann, sehr schön. Tja, wir sind froh, lieber Jan, dass wir dieses Entspannungsprogramm, das gibt es nicht nur in Schweden, das gibt es auch in Lemwerda. Ja. Ja, und züchten soll auch ja Spaß machen, und das ist auch zum Schluss nochmal gesagt, das ist unser letztes Bild. Wir haben sehr viele Veranstaltungen bei uns zu Hause. Jetzt kommt wieder der Tag der offenen Tür, dann ein großer Ball, dann haben wir Weihnachtsveranstaltungen, Fohlen-Championate, Fohlen-Schauen. Wir wollen es so machen, dass unsere Züchter sich wohlfühlen bei uns, dass sie gerne wiederkommen. Und wir auch ihre Produkte dann verkaufen können, wir ihnen behilflich sind. Das ist unser Ziel. Hermann, das war super. Guck mal da, was der für Tritte rauslässt. Hermann, vielen Dank für dich. Danke, danke. Spitze. So, vielen Dank an Hermann. Es kommt ein Schlussbild, meine Damen und Herren.